Ja, Heidelbeeren werden immer beliebter, nicht nur auf dem Kuchen und im Dessert, sondern auch im Garten, weil man diese schönen, leckeren blauen Früchte natürlich so direkt vom Strauch knabbern kann und das eben über Wochen hinweg. Aber die Heidelbeere im Garten hat natürlich auch gewisse Ansprüche. Sie ist nicht ganz so einfach wie Erdbeeren oder Himbeeren zu kultivieren, weil es eine Pflanze ist, die an den Boden besondere Ansprüche stellt. Es ist nämlich eine Pflanze, die aus der Familie der Erika-Gewächse, die einen etwas saureren Boden benötigen und nicht in einen kalkhaltigen Boden hineingepflanzt werden sollen. Deshalb muss man, wenn man einen kalkhaltigen Boden hat, dort eine größere Grube ausheben, die mit einem Gemisch aus Nadelerde, aus Torf oder Torfersatzstoffen, die im sauren Bereich liegen, auffüllen. Bei Kübeln mit Rhododendrenerde arbeiten, die eben auch sauer ist, sodass der pH-Wert dieses Substrates, in dem man die Pflanzen setzt, im Bereich zwischen 4 und 5 liegt. Bei stark kalkhaltigen Böden empfiehlt sich eventuell auch eine Wurzelsperre einzubringen in das Pflanzloch. Das heißt, das ist ein entweder Blech- oder Plastikstreifen oder ein Maurerkübel ohne Boden, den man in die Erde einsenkt, sodass von den Seiten kein kalkhaltiges Material in diese Wurzelzone der Heidelbeere eingebracht wird. Aber neben den Bodenansprüchen hat die Heidelbeere natürlich auch noch Ansprüche ans Licht. Viele Leute verbinden mit der Heidelbeere eine Waldpflanze. Das ist bedingt korrekt. Das gilt für die heimischen Waldheidelbeeren, die im Unterholz wachsen und mit Halbschatten oder Schatten Vorlieb nehmen. Bei diesen Kulturheidelbeeren ist das anders. Die lieben sonnige Standorte oder zumindest wechselsonnige Standorte, wo die Früchte dann genügend Sonne bekommen, um nachher auszureifen. Gleichzeitig bedeutet aber dieser sonnige Standort auch, dass man in Sachen Wasserversorgung aufpassen muss. Wenn der Boden sehr sandig ist und sehr durchlässig, dann muss man im Sommer darauf achten, dass im Abstand von 1 bis 2 Wochen spätestens mal durchdringend gewässert wird und die Pflanze nicht Trockenheit leidet, was nämlich zu kleinen Früchten oder zum Abwurf der Früchte führen würde. Aber auch bei diesem Wässern der Heidelbeeren muss man darauf achten, dass man kein stark kalkhaltiges Wasser verwendet. Einige Leitungswässer aus kalkhaltigem Gestein sind dafür eben wenig geeignet. Dann kann man besser mit Regenwasser arbeiten. Das ist sehr weich und das kommt den Heidelbeeren sehr entgegen. Es ist zudem noch etwas vorgewärmt, sodass es keinen kalten Schock für die Wurzeln gibt. Ebenso mögen sie natürlich keinen staunassen Boden. Hier ist eben insbesondere bei der Pflanzung auch darauf zu achten, dass das Pflanzloch groß genug ausgehoben wird, dass der Boden nicht verdichtet ist und dass er eben mit durchlässigem Material aufgefüllt wird. Wenn man noch etwas Dünger ausbringen will, dann sollte man darauf achten, dass es keine kalkhaltigen Dünger sind, sondern in den Folgejahren speziell dann eben mit Hornspänen arbeiten oder mit einem ganz kleinen Mengen auch nur, weil die Heidelbeere sonst auf Mineraldünger oder auf Kalk eben sehr empfindlich reagiert. Und dann kann man im Allgemeinen eine gute Ernte erwarten. Es dauert 1-2 Jahre, bis der Strauch ein Volumen erreicht hat. Als anschließende Pflege ist eigentlich im Wesentlichen der Rückschnitt noch zu erwähnen. Dazu lichtet man, wenn der Strauch groß geworden ist, einzelne Triebe aus oder schneidet sie auf einen jungen Seitenast zurück, sodass dann immer wieder frische Triebe durchwachsen können, die dann wieder Beeren tragen. Und was ich vielleicht zu Anfang noch hätte erwähnen sollen, für den Platz dieser Sträucher muss man durchaus 1 bis 2 Quadratmeter einplanen, wenn es die Gartenheidelbeeren sind. Bei diesen Topfheidelbeeren, so wie ich sie jetzt hier in der Hand habe, da reicht auch weniger. Die werden eben nicht ganz so groß und diese Kübel begrenzen auch durch ihr Bodenvolumen das Wachstum ein wenig.